Durch die kann er sich zu einem hohen Fenster machen. Also machen sozusagen. Und ich rede kurz weiter. Und zwar, ja, da muss man halt verschiedene Minispiele spielen und die Hasen belustigen, damit die mit einem zufrieden sind. Tja, bleibt einem also nichts anderes übrig, als genau das zu tun. Also, was tut man? Man spielt diese Minispiele, kommt am Ende raus. Und dann merkt Rayman, shit, die Kinder sind immer noch gefangen. Was tut er? Er geht wieder hin. Tja, und was in Rayman 2, Rayman Raving Rabbids 2? Keine Ahnung. Diese Niete kann nicht mal mehr springen. Weiter zu ihm. Das ist die zweite Stufe von Reflux. Es sind vier Stufen, die er hat. Übel. Richtig übel. So, er zeigt einen quasi mit seinem Kopf, dass man da hoch muss. Das haben die Ubisoft-Entwickler für die Spieler gemacht, die etwas jünger sind und das Spiel nicht kennen, würde ich jetzt mal sagen. Tja. Nein! Hehe. Ich bin vielleicht zu blöd zum Springen, aber nicht zu blöd zum Fliegen. Das lass ich nicht zu, ich werde gegen dich gewinnen. Diese Niete kann nicht mal mehr springen. Eigentlich tut er mit Glück nichts Besonderes, aber eigentlich könnte er Rayman ja einfach zermanschen. Was macht der Idiot? Er will ihn nach oben werfen und ihn dort zu erschlagen. Am Anfang habe ich ungefähr 20 Minuten dran gesessen, ohne ihn einmal Leben abzuziehen. Weil ich dachte, wie soll man den denn besiegen? Ja, mach das ruhig nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ist mir egal. Sag mal. Hobbyloses Fickvieh. Ich weiß, ob das Geheimnis, das hier versteckt ist. Aber man kommt an das Geheimnis nur, wenn man die dritte Stufe mit dem Boss erreicht hat. Einer der geilsten Bosse in der gesamten Geschichte. Reflux, gib Acht auf dein Zepter! Rayman darf es keinesfalls berühren! Spätestens dann wusste ich, dass ich irgendwie da hoch hin muss. Okay. Rayman, du kannst aufhören, hart zu sagen. Ihr seht, alles fliegt jetzt in die Luft von seiner dritten Verwandlung. Wo gibt es das Geheimnis? Na, hier. So kommt man nur wieder hoch. Und hier gibt's nichts. Aber hier gibt's den letzten grünen Kristall.
Nimm Vitia. Altes Spiel. Sorry für diese Schattenbugs. Los. Reflux. Wir kommen. Aber nicht zu unserem Vergnügen. Jetzt fängt er an, uns mit uns hier rum anzuschreien. Damit wir, glaube ich, sofort unsere Macht verlieren. Du kannst uns nicht besiegen, Reflux. Du kannst es versuchen, aber bringen wird es dir nichts. Die Blöcke sind verschwunden, wir sind hier gefangen. Der gesamte Scheiß löst sich mittlerweile auf. Was natürlich nicht wirklich zu unserem Vorteil ist. Kommen die Blöcke zurück? Shit. Nee, jetzt nicht dein Ernst. Och nein. Wow, Reflux, bist du groß und stark. Oh. Ja, irgendwie. Fick dich irgendwie. Mit der Energie deines Zepters kann ich mich unbegrenzt vermehren. Ja. Fick dich irgendwie. Ja, irgendwie. Könnt ihr noch was anderes sein? Nein, Andy. Gott, Leute. Oh. Ich kann auch einfach offline den, den Punkt besiegen. Zwei von vier Stufen besiegt. Shit. Egal, nochmal. Razor Fox, mal an dich, Jan. Jetzt weißt du, wem du, wenn du das Spiel durchgespielt hättest, am Ende gegenüber gestanden hättest. Das war jetzt scheiße. Lass mich! Oh, scheiße, meine Finger.
habe. Und weiter geht's. Neue Technik. Was? Geile Fresse, ey. Das noch. Ich will ein Safe einlegen. F3. Kann man hier speichern? Nö, kann man nicht. Dumm. Aber naja, was hat man von Adventure-Spielen? Was hat man da schon zu erwarten? Was das Speichern angeht. Vergiss es. Ich komme ja schon. Übrigens, wenn man da hier reingeht, verliert man so viel ich weiß ständig Leben. Oh Gott. Der Reflux hat eine böse Aura, das heißt, wir dürfen ihm nicht zu nahe kommen. Boah, das war knapp. Wenn ich den besiegt habe, ist das Rayman 3 Let's Play zu Ende. Und ich kann Tomb Raider Underworld starten. Das ist nämlich mein Let's Play, das statt Rayman 3 laufen wird. Also, an der Stelle, an der Rayman 3 war, ist noch. Ich höre mal auf meine Leertaste, ich will so viele Leben. Ja, Hallöchen auch. Dankeschön. Ciao. Schnell die Chipstüte weglegen.